Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde Retreat to Annan. Und ich bin auch wieder dabei, das Ganze nachzusynchronisieren und ich versuche mich jetzt einmal durch die Folge zu hangeln. Ach, es ist so schön hier bei uns. Es ist so, so schön hier bei uns. So, ich werde hier noch ein bisschen was rumkochen, damit wir Nahrung haben, was zu trinken haben. Um dann den Ausgang zu suchen. Ich denke, heute ist es soweit, dass wir den Ausgang finden. Wir hatten ja die letzte und also die dritte und letzte Ruine gefunden beim letzten Mal. Und heute geht es darum, den Ausgang zum nächsten Biom zu finden. Und ich war ja schon sehr proaktiv und habe dafür eine Markierung gesetzt mit einer Flagge. So, da vorne links ist sie nämlich schon und ich denke, wir laufen jetzt los. So, wir sind mental gestärkt, wir haben getrunken, wir haben gegessen. Let's go, Freunde, let's go. So, mal gucken, wie weit es ist. Bin halt so mega neugierig, wie es dort aussehen wird. Oh, ich glaube, ich laufe nochmal zurück zum Strand, oder? Laufe ich nochmal zurück zum Strand? Ich glaube, ich will nochmal hin. Oder? Nein, will ich nicht. Doch, will ich. Ich will nochmal zum Strand, um höchstwahrscheinlich irgendwas noch abzuholen. Vielleicht will ich noch irgendwas abholen. Irgendwas, was ich brauche, um rüberzukommen auf die andere Seite, weil ich glaube, dass ich das auf der anderen Seite nicht kriegen werde. Das weiß man ja eben nicht, ne? Ja, nimm mal noch ein paar Stöcke mit. Stöcke brauchen wir auf jeden Fall immer, um Holz zu haben, für Feuer und so. Das ist ja sehr, sehr wichtig. So, okay, ich glaube, ich hole hier noch ein bisschen was ab. Was kann man denn hier noch abholen? Was gibt es denn hier großartig? Holz. Achso, hier, guck mal. Kartoffeln sind fast fertig. Ach, Kartoffeln waren fertig. Okay, und Annanflower noch nicht. Wasser haben wir noch ein bisschen. Brauchen wir aber nicht. Doch, brauchen wir. Und wir haben hier fertiges Leder. Yes. Yes, yes, yes. So, werde ich jetzt noch ein... Ja, ich werde ein neues drauflegen. Ein neues Leder, falls wir irgendwann nochmal wieder hierher kommen. Man weiß es ja nicht so genau. Gut, jetzt gucke ich natürlich auch, ob wir eine Krabbe gefangen haben. Und ob wir einen Fisch gefangen haben in unserem tollen Fischernetz. Geil. Haben wir. Nice. Und hier? Da ist auch was drin. Ich werde verrückt. Nimm es doch. Nimm doch die Krabbe. Na komm schon, dreh dich. Ist ein bisschen schwierig zu navigieren hier unten. Ja, hallo. Da ist die Krabbe. Sehr gut. Schön. So. Wir nehmen uns noch ein... Was brauchen wir? Brauchen wir jetzt nichts mehr. Hallo, kannst du alles mitnehmen? Nimm das doch mit rüber. Mach das jetzt. Nimm das mit rüber. Oder wollte ich einfach nochmal gucken, was wir jetzt für neue Rezepte haben. Das kann auch sein. Wir haben nämlich offensichtlich jetzt ein bisschen mehr als vorher. Guck mal, Scrambled Eggs und so. Na gut. Gut, wir haben alles. Das lassen wir hier. Falls wir wieder zurückkommen. Was ja durchaus passieren kann. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine coole kleine Base. Am Strand. So. Let's go, Leute. Ich meditiere, glaube ich, nochmal. Ich meditiere nochmal, damit wir richtig voll sind. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann haben wir alle Balken gefüllt. Begin meditation. Ach, okay. Guck mal, welch ein schöner Tag. Wir atmen wieder ein und dann auch später wieder aus. Sehr schön. Let's go. Okay. Und ready, ready, ready. Spirit restored. Sehr gut. So, jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir uns auf den Weg dorthin. Ne, wo?
Dort hinten war das Ding. Auf der Seite. Nicht auf der Seite, das war der andere Ausgang. Oder? Doch. Ah, ich nehme mal Holz mit. Was brauchen wir jetzt noch? Ah, die Wasserflasche. Genau. Ich habe mir eine Wasserflasche gebaut. Endlich. Und jetzt können wir die nämlich auffüllen. Und haben für unterwegs Wasser am Start. Das ist richtig nice. Jetzt haben wir was zu trinken. Juhu. Hä? Ist doch jetzt voll, oder was? Man sieht es aber nicht, ne? Hm. Okay. So. Speichern. Und weiter geht's. Jetzt aber zum Ausgang. Ich sehe das Sechseck nicht. Warum sehe ich das Sechseck nicht? Holz. Da ist es. Da ist es. Da müssen wir hin. Wir noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Fängt an zu regnen. Nee, ist ein Wasserfall, ne? Okay. Ah ja, hier sind wir schon wieder falsch, genau. Da war eine Sackgasse in der Höhle. Ich bin echt gespannt, wie weit das Spiel so geht, ne? So, okay. Ich genieße voll. Ich genieße gerade voll die Landschaft. Das ist echt grandios. So, meditieren brauchen wir nicht. Weiter. Einfach weiterlaufen. Es ist ein ganz schönes Stück irgendwie, ne? Kann das sein? Bitte stürze jetzt hier nicht ab. Hm. Okay, weiter geht's. Vielleicht hätten wir noch ein paar von diesen Steinen mitnehmen sollen hier, diese Gems. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir davon noch ein paar mehr brauchen? Irgendwo war dann, glaube ich, dieser Eingang auf der rechten Seite. Und da war dann direkt das, der Pfad oder die Kuppel für das Giants-Biom. Bisschen Fleisch will ich noch mitnehmen, scheinbar. Macht ja auch Sinn, ne? Bisschen Fleisch noch mitnehmen. Quantum Control Engage. So. Ich finde tatsächlich auch ganz gut, dass das hier so unblutig ist, das Ganze. Aber trotzdem töten wir natürlich Tiere, aber auch nur, um uns selbst zu ernähren. Allerdings, ja gut. Hm. Das bleibt wohl nicht aus, solange wir Menschen sind. Aber irgendwann, wenn wir künstliches Fleisch haben oder so, oder selbst sowas produzieren können, und keine Tiere dafür töten müssen, sondern über die Wissenschaft selbst Fleisch erzeugen können, wäre das doch schon ganz cool. So, immer in die Richtung, immer... Gott sei Dank habe ich diese Flagge schon, ne? Gott sei Dank habe ich den Ausgang schon entdeckt vorher. Und muss den nicht jetzt noch suchen. Und den anderen haben wir auch schon, Leute. Für das dritte Biom. Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir nähern uns langsam.
Aber irgendwie täuscht das immer, die Entfernung. Genau, Steine nehmen wir auch noch ein paar mit. Wir wissen ja schon, was wir benötigen, um ein Lagerfeuer zu machen und so. Und Antiseptika, Anti-Venom. Da komme ich nicht lang. Weiter hier. Einmal rum. Jetzt hier rum. Wir kommen, glaube ich, näher. Hier, die Schildkröte hat, glaube ich, nichts Cooles abgeworfen, ne? Ich dachte, man kann dann irgendwie so einen Panzer nutzen oder so, aber nix. Ah, hier sind wir richtig. Okay, Leute, wir sind am Durchgang zum nächsten Biom angekommen. Und gehe ich gleich rein oder speichere ich noch? Ich glaube, ich speichere nochmal. Sicher ist sicher, ne? So, jetzt go. Valley of Giants, meine lieben Freunde. Valley of Giants. Was wird uns da jetzt erwarten? Noch sehe ich Palmen. Es überlagert sich so ein bisschen, ne? Ja, man sieht schon ein paar Birken und so. Und jetzt sind wir da. Look at this. Mensch, wir haben Farn. Wir haben einen klassischen Wald. Eine schöne Treppe. Und da geht's zurück nach Ennen. Ja, das heißt, wir sind wieder im Grünen, wie ihr sehen könnt. Es ist ein riesengroßer Wald. So, erstmal Ausgang markieren, das ist sehr gut. Obwohl wir den Ausgang, glaube ich, auch mit einem Sechseck wieder haben. Inventory full. Cool. So, jetzt checken wir erstmal die Lage. Wie sieht das hier aus und was für Ressourcen gibt es hier eigentlich so? Also Steine gibt es schon mal, Holz gibt es. Das ist eine Pflanze, die wir noch nicht kennen. Und was für Tiere werden wir gleich sehen? Wir haben hier nochmal die Fasern. Hier sind schon neue Steine. Das ist, glaube ich, Obsidian. Obsidian werden wir brauchen für weitere Bauwerke und so. Das ist auch nochmal was. Das ist, glaube ich, Erz. Das sehen wir später. Das ist Erz. Also auch Metall brauchen wir. Erzohr. So, und ich finde den Wald, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie gerade angenehmer als diesen Dschungel. Ich finde den richtig schick, richtig gut. Hier ist auch nochmal Erz. Und wir suchen jetzt irgendwie einen Platz. Also eigentlich habe ich so die Hoffnung gehabt, dass das irgendwie ins Freie geht, dass man eine größere Fläche hat, wo nicht so viele Bäume sind. Aber das ist nicht so. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, auch jetzt in der nächsten Folge, die ich noch nachsynchronisieren werde, nicht. Das kann ich schon mal sagen. Das hier ist reiner Wald. Komplett. Ich bin alleine als Mensch dort. Da ist nichts weiter. So. Also müssen wir uns jetzt überlegen, wo bauen wir unsere Basis? Denn hier möchte ich ja ein Haus bauen. Guck mal, das ist ein Hirsch. Kleiner Hirsch. Guck, da ist der Ausgang. Perfekt. Was ich jetzt natürlich möchte, ist Wasser, ne? Weil Wasser ist essentiell. Wir brauchen Wasser, um zu überleben. Also müssen wir an einer Wasserquelle bauen. Gibt es hier überhaupt Wasser? Da ist noch ein Hirsch. Hier, guck mal. Das ist doch schön. Hier ist doch ein schöner Platz. Ein kleiner See. Oh, hier sind Beeren, die ich nicht aufnehmen kann.
Und ich entschließe mich, glaube ich, hier zu bleiben. Guck mal, hier haben wir noch einen Meditationspot. Hier haben wir Erze. Hier haben wir diese anderen Kristalle, diese Gems. Wir haben Wasser. Wir haben wahrscheinlich auch Holz und Steine in der Nähe. Und wir können ja bestimmt hier in dem See auch ein Fischernetz packen, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht bedacht. Das sollten wir auch noch mal tun hier. Kann man bestimmt ein Fischernetz reinpacken. Krabben wohl eher weniger. Aber ich weiß nicht, ob man ein Fischernetz in so einen See packen kann. Aber warum eigentlich nicht? Wir probieren das einfach aus. So, also denke ich mir, Mensch, es ist nicht ganz so weit weg bis zum Ausgang nach Ennen, falls wir dort irgendwelche Ressourcen benötigen. Was ja sein kann, dass hier irgendwas, dass es hier irgendwelche Sachen nicht gibt, die wir aber brauchen. Und ja, lasst uns einfach hier bleiben. Guck mal, hier auf der Anhöhe, das sieht doch auch schön aus. Da ist ein Weg nach da, da geht es auch irgendwo lang. Und hier oben drauf ist doch ein toller Platz für ein Haus, oder? Ich denke schon. So, jetzt gibt es erstmal... Jetzt gibt es erstmal als allererstes ein... was denn? Flagge? Oder was will ich jetzt machen? Eine Flagge wäre cool, oder? Ich will nochmal gucken, was wir hier so an Baumöglichkeiten haben. Ah ja, die Foundations, Leute. Die Foundations. Okay, dann... ich fange direkt an. Okay, alles klar. Wir machen erstmal hier eine Foundation hin. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, schön. Gefällt mir. Leider lugt das Gras hier durch. Also der Farn. Und ich entscheide mich jetzt erstmal... ich kann nicht springen mit den Dingern in der Hand. Ich entscheide mich jetzt erstmal hier eine 2x3... Plattform zu bauen. Das sollte vielleicht für den Anfang reichen. Kleines Häuschen. Gegebenenfalls später dann noch mit einer kleinen Terrasse, wo man dann, weiß ich nicht, eine Furnace draufstellen kann. Vorne. So, jetzt habe ich keine Ressourcen mehr. Toll. Jetzt kann ich aber wieder springen. Sehr gut. Ich brauche noch eine Foundation. Aber wir haben kein Holz mehr. Wir haben so viele Bäume, es ist ein kompletter Wald. Aber dieses Holzgesuche ständig, ne? Es ist einfach verrückt. Aber eine Flagge können wir noch bauen. Das funktioniert noch. Perfekt. Nein, wir müssen Holz finden. Gut, let's go. Lass uns mal gucken, was hier so rumliegt. Ich gehe jetzt ein Stück nach dort. Immer noch kein Kompass, Leute. Und scheinbar kann man den auch nicht lernen. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann später. Aber warum braucht man dann später noch einen Kompass, wenn das Spiel vorbei ist? Jetzt wäre der halt ganz cool. Das ist mal so Norden, Osten, Süden, Westen würde ich ganz cool finden. Dass man das so ein bisschen wenigstens sich daran orientieren kann. Weil wir haben jetzt hier auch keine Sonne oder haben wir Sonne? Habe ich gar nicht drauf geachtet, auch beim Dschungel gar nicht. Dass man guckt, wo die Sonne aufgeht und unter. Aber hier wird man keine Sonne sehen können im Wald. So, dann haben wir schon mal die Foundations. Sehr gut. Aber hier lugt das Zeug durch. Das ist nicht nice. So, was können wir... Dann möchte ich natürlich auch Wände haben. Ich will ein richtiges Haus bauen. Das ist ganz klar. Aber da brauchen wir natürlich Unmengen an Stuff. So, Steine haben wir noch eine ganze Menge. Aber vielleicht sollten wir erstmal ein Lagerfeuer bauen. Ist das eine gute Idee? Ein Lagerfeuer und dass wir erstmal das Zeug haben, um zu überleben, statt hier irgendwelche Häuser zu bauen. Bevor es dunkel wird und wir wieder nichts, aber auch gar nichts sehen. Greenhouse. Es gibt sogar ein Greenhouse, Leute. Wir können hier richtig Pflanzen anbauen.
Also ich finde den Spot hier tatsächlich ganz nice. Ich ärgere mich allerdings, wenn wir noch andere coole Spots finden. Aber das ist eben so in den Spielen. Du kannst halt nicht am Anfang schon die komplette Map erforschen und dir dann den schönsten Platz raussuchen. So funktioniert das nicht. So würde auch klassisches Survival nicht funktionieren. Du suchst halt erstmal das, was du brauchst. Eine Wasserquelle, Pipapo, Schatten meinetwegen und solche Sachen. Und wo du halt gute Ressourcen hast, um dann dein Lager zu bauen. So, können wir jetzt loslaufen, ein bisschen Stöcke holen. Stöcke wären, glaube ich, mega nice. Genau, wir brauchen, ja, Raincatcher wäre auch cool, aber Firepit wäre noch cooler. Und ich merke auch, dass ich langsam Hunger und Durst bekomme und dass es auch irgendwie dunkler wird. Und dass auch mein Verstand schon langsam ein bisschen ermüdet. So, Shelter können wir... Ne, immer noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Okay, wir machen erstmal das Lagerfeuer. Wo stellen wir das hin? Weil auf die Foundation möchte ich das natürlich nicht haben. Weil später gibt es ja noch einen richtigen Ofen. Haben wir ja schon gesehen in den Engrammen. Deswegen möchte ich gerne natürlich drinnen im Haus einen richtigen Ofen haben. Ja, Cooking Pot ist jetzt das Thema, ne? Cooking Pot, da brauchen wir Lehm. Die Frage ist jetzt, finden wir hier Lehm? Und ich befürchte, dass wir hier kein Lehm finden werden. Wir brauchen auf jeden Fall diese Gems. Aber wo haben wir Lehm? Wir hören schon die Geräusche, die so langsam Richtung Abend gehen. Quantum Control engaged. Und so langsam werde ich unruhig. So. Nein, wir brauchen Lehm. Wo gibt es Lehm, Leute? Wo finden wir Lehm? Muss ich jetzt wirklich rüber nach Ennen, um dort Lehm zu holen? Aber es ist fast dunkel. Finde ich das jetzt noch? Oh, Federn. Nice. Ein Ei. Juhu. Scrambled Eggs. Aber auch dafür brauche ich einen Topf. Oh, habe ich jetzt gerade richtig Bock auf Frühstück, Leute. Schöne Spiegeleier und so, auf Toast. Mmh. Es ist übrigens gerade vormittags bei mir. Letzter Urlaubstag. Ach nee, letzter Urlaubstag war gestern. Heute ist Samstag. Ich konnte wieder sehr viel aufnehmen. Das war sehr cool. So. Nein, ich kann nicht. Ich habe kein Lehm. Jetzt realisiere ich das erst, ne? Mist. Und nu? Was nu? Gut, dass ich meine Wasserflasche noch hatte. Das war echt Gold wert, das Ding. Dass wir das noch gebaut haben. Dass ich noch so blickig war und das gleich fertig gemacht habe. Das war sehr, sehr gut. Okay, erstmal ein Shelter. Das macht auf jeden Fall Sinn, damit wir speichern können, die Nacht überstehen. Ja, das ist immer noch das Problem. Wofür ist eigentlich die Tonic Bottle? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Was macht man mit dieser Tonic Bottle? Die hatte ich ja irgendwie auch im Inventar. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
Oder zumindest hatte ich die, glaube ich, schon gebaut. So, was ist denn das hier alles? Also es wird kein Lehm sein, aber das werden wir gleich rausfinden. Quantum Control engaged. Es war scheinbar nur ein Ohr. Ein einziger Erzbrocken. So, dann laufen wir weiter. Wir laufen jetzt, glaube ich, einfach mal... Ah, nee, jetzt gehen wir erstmal meditieren. Das macht auf jeden Fall hochgradig Sinn, damit wir ein bisschen fitter sind. Aber wir haben Hunger. Das ist ein Thema. Aber wir haben bestimmt noch ein paar Früchte am Start. Wir hatten ja einiges gesammelt. Insofern sollte das nicht allzu kritisch werden. Das Problem ist eher die Dunkelheit jetzt. Wir brauchen Holz, damit wir das Feuer machen können und schlafen können. Aber ich denke, im Wald so nachts könnte auch kalt werden, ne? Sollte man das vielleicht in der Realität auch mal machen, dass wenn du so ein bisschen am Arsch bist, dich einfach hinsetzt und meditierst. Das Problem ist, dass man meist dann immer so aufgewühlt ist, dass das nicht funktioniert. Aber vielleicht ist genau das der Trick, dass man das üben kann. Hinsetzen und meditieren. Ah, schön. Und jetzt ist dunkel. Mist. Spirit restored. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Ich versuche jetzt irgendwie noch Holz zu finden. Wir essen Bananas. Kokosnüsse haben wir auch noch, oder? Guck mal, wir haben sogar richtig nicen Fisch, den wir nicht kochen können. So, jetzt sieht das wieder gut aus. Wir hatten ja genug Früchte von Annen mitgebracht. Ab nach Hause. Okay, so haben wir wenigstens das. Und dann können wir jetzt eine Runde pennen und speichern. Ja, ist schon ein bisschen gruselig hier, ne? Also ich möchte das, also so ganz ehrlich, in so einem Riesenwald alleine, nachts, weiß ich nicht. Möchte ich nicht. Gute Nacht. Die Atmosphäre ist halt mega, mega krass hier. Gott sei Dank hat mich keine Spinne gebissen. Wenn ich ohne Topf habe ich jetzt, hätte ich jetzt wirklich ein Thema, ne? So. Wir brauchen Lehm. Das heißt, wir überlegen uns jetzt zurück nach Annen zu gehen, um dort Lehm zu holen, weil ich der Meinung bin, dass es hier kein Lehm gibt. Ja, wir gehen mal zurück. Hier Früchte noch mitnehmen. Hier haben wir noch irgendeine Lilie. Northern Lily oder so. So, ein bisschen Ressourcen sammeln. Wir haben ja wieder einiges verbraten. Jetzt ist die Frage, können wir eigentlich eine Kiste bauen? Der Basket bringt ja nichts, ne? Der Basket, ich weiß gar nicht, dieser Basket ist, glaube ich, nur um was zu tun? Um Früchte reinzuschmeißen oder so vielleicht? Kann man da vielleicht Früchte reinwerfen? Aber verdirbt er, obwohl verderben tut ja hier nichts. Vielleicht ist der tatsächlich dafür da. Aber wir brauchen eine richtige Kiste, wo wir richtige Ressourcen reinpacken können. Holz, Steine, Erze, sonstiges. So, ich sammle jetzt noch ein bisschen Stuff und möchte eine Kiste bauen. Bevor wir nach Annen gehen. Damit wir mehr mitbringen können von dort.
Hasen gibt es hier auf jeden Fall auch. Hirsche. Und wer weiß, was noch für Tiere. So, Basket. Ja, weiß ich nicht. Dann überlege ich gerade so, hä, was mache ich jetzt damit? Da kannst du auch nicht wirklich was reinlegen, oder? Also gucke ich nochmal nach, ob wir irgendwo noch was anderes haben. Ach, den Smoker müssen wir auch noch bauen, ne? Damit wir irgendwie Trockenfleisch kriegen oder sowas. Die Furnace. Die Kopflampe will ich unbedingt haben. Hier ist der Fireplace. Hier, Storage Container. Den brauchen wir. Dafür brauchen wir aber nochmal 4 von diesem Strohzeug. Und dann bauen wir uns das Ding. Sonst siehst du das Zeug immer, ne? Und jetzt, wo du es suchst, nichts. So, Stöcke auf jeden Fall. Hier ist Stroh. Hier, du bist gerade dran vorbeigelaufen. Mann! Guck mal, ne? Wenn du denn beobachtest, so das nicht selber spielst, sondern nur beobachtest, was der Mensch da gerade macht. Also ich in dem Falle. Ist es schon anders, Leute. Es ist schon anders. Du siehst plötzlich viel mehr. Also ich brauchte nur Holz, ich brauchte keinen Stroh, okay. So, Kiste, sehr cool. Die Frage ist, kann man die Sachen auch wieder umstellen, dass man die so ein bisschen versetzt? Das wäre halt auch nochmal wichtig. Weil man kriegt, glaube ich, nur die Hälfte der Ressourcen wieder, ne? Wenn man die abbaut. Ah, guck mal. Wir haben aber nur 70 Kilo, die wir da tragen können in der Kiste. Deswegen baller ich jetzt erstmal die ganz schweren Sachen rein, so Steine. Also ich realisiere das gleich und dann baller ich die Steine da rein. Weil wir in unserem Inventar irgendwie 150 Kilo tragen können, was unfassbar viel ist. Weil wir mega stark sind einfach. Richtig starke. Frau. So, das kommt da alles rein. Nee, Stroh brauchen wir da jetzt nicht reinmachen. Aber Steine und diese ganzen heftig schweren Dinge. Ja, gut. Steuerung ist ein bisschen tricky. Man kann auch keine ganzen Stacks rüberpacken. Ich muss alles einzeln rüberballern. Ich hätte gerne das ganze Fell da noch drüben, weil das extrem schwer ist. Na gut, also im Prinzip habe ich ja jetzt wieder Platz im Inventar. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Ne, 75 habe ich, ne? Ich kann das schlecht erkennen, der Monitor. Oder das Bild ist ein bisschen klein hier bei OBS, wo ich das gerade selbst gucke, um das nachzusynchronisieren. 75, glaube ich, steht da. Kilo. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier das ganze Zeug rein. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen und höchstwahrscheinlich rüber nach Ennen gehen, um dort Lehm zu holen. Denn hier finden wir ja scheinbar keins. Oder? Vielleicht doch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!